Hallo meine lieben Kreativlinge, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr gelesen habt, mit der Kooperation oder beziehungsweise in Arbeit oder als Kooperation mit Globalland. Machen wir es so. Und zwar habe ich, erstmal vorweg, bevor ich richtig loslege, ich werde alles, was ich aus der aktuellen Kooperation von mir raussuchen dürfte, werde ich in der Infobox verlinken. Mit dem Rabattcode, der NATA10 ist. Ja, und auch die Webseite. Und den Code könnt ihr immer und immer wieder benutzen. Ich bestelle ja auch selber sehr oft, braucht auf Instagram gucken, da seht ihr das. Ich bestelle mindestens alle 2 Monate dort. Und den nutze ich selber auch für mich. Nur so als kleiner Tipp. So, ich habe mir diese Nummer hier. Das ist der Code. Das ist diese Fuchsstandschablone. Die stand schon länger auf meiner Wunschliste. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ne, ergreif's gleich die Chance. Ich habe die schon wegsortiert, deswegen ist die da drin. Ergreif's gleich die Chance. Und ja, nimmst es mit, weil die ist schon zuckersüß. Und ich zeige euch das fertige Ergebnis. Und zwar schaut die so aus. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ein paar Glitzersteinchen drauf mache. Ich überlege noch. Mal gucken. Ja, fangen wir erstmal an. Ich brauche meine Grundkarte. Die Grundkarte ist 14,5 mal 21 cm groß und wird auf der langen Seite bei 10,5 gefalzt. Dann nehme ich einen Aufleger. Der hat die Maße 10 mal 14 cm. So, das lege ich das mal weg. 10 mal 14 cm. Und dann nehme ich hier diese Prägeschablone, die ist auch von Globaland. Die habe ich mir mal selber bestellt. Das ist diese hier mit der Nummer, wer dies. Wenn ihr die Nummern quasi einfach auf der Webseite eingibt von Globaland, dann findet ihr die Sachen. Oder halt in dem Fall auf den Link klicken. Und das präge ich mir jetzt einfach mal. Dazu nehme ich meine Stanzmaschine. Ich bin gerade überlegen, ob ich das nicht festklebe. Das ist auch wirklich gerade ist. Weil ich hatte vorhin Glück. Bei mir ist es nämlich verrutscht. Das mache ich ohne Prägematten oder sonstiges. Einfach mit den ganz normalen Stanzmatten, Platten, die bei der Sussex dabei sind. Falls jemand danach fragt. Kriege ich es nicht ab. Typischer Vorführeffekt. Das kann ich dann nochmal auf meine Grundkarte kleben. Klebt es schon mal, dann kann das mir nicht mehr davon hüpfen. Ich habe ja immer das Glück, dann hole ich mal meine Teilchen, weil ich habe das schon mal alles ausgestanzt. So, das ist einmal der Fuchs. Ich habe mir das auch beim Sortieren extra gemacht. Ich habe den Fuchs hier einmal im Ganzen. Schaut ein wenig merkwürdig aus, ne? Aber ja, und das ist quasi das Blumenrankenzeug. Damit ich, wenn ich es wieder ausstanzen sollte, keine Huschbeleien habe. Das ist der Schwanz. Das werde ich mir ein bisschen eininken mit einem Distress Oxide, also mit Aged Mahagoni.
dass es nochmal ein bisschen mehr Tiefe kriegt, weil das, wie ihr seht, wird es auch geprägt, beziehungsweise hier die Beinchen geschnitten. Ein bisschen viel geinkt hier. Wisst ihr, was ich vergessen habe auszustanzen? Die Blumenranke fällt mir gerade auf. Aber gut. So, dann die anderen Teilchen vom Fuchs. Da inke ich auch kurz den Rand. In demselben Farbton. Nein. Dann nehme ich mir einen schwarzen Feinliner und male mir mal die Nase aus. Da ist noch ein Stückchen Nase. Dann klebe ich aber schon mal den Fuchs zusammen, weil dann kann der schon mal antrocknen. Ich finde ja echt zuckersüß, ne? Ist aber noch nicht richtig drauf. Und den Schwanz zusammensetzen. Dann kann es nämlich schon mal anziehen. Und ich stanze mal nochmal die Blumenranke aus. Ich brauche nur das Papier. Da habe ich ein dunkles Grün genommen. Das habe ich scheinbar wirklich vergessen. An alles habe ich gedacht, aber an die Blumenranke dann nicht mehr. Aber gut, ist nicht so tragisch. Also ausstanzen lässt sich ja mal wieder alles super, super toll. Sage ich nicht nur so, sondern auch, ja, ich bestelle ja selber Phil dort. Also auf Instagram, wer mir da folgt, der sieht es. Dann lade ich, wenn ich es nicht vergesse und ich Zeit habe, Bilder hoch von meinen Bestellungen. Auch wenn ich so shoppen war. Gut, zurzeit habe ich ein bisschen Probleme mit meinen Bildern. Lassen sich nicht wirklich hochladen mehr auf Instagram. Keine Ahnung warum. Der kann irgendwie auf meine Fotos dann nicht mehr zugreifen. Muss ich dann immer einen Screenshot machen von meinen Fotos und dann kann ich es erst hochladen, dann kann er es erst finden. Keine Ahnung, was da los ist. So. Die Blumenranke klebe ich jetzt einmal auf. Der Fuchs, der kriegt ja, 3D-Pads. Na, hier geblieben. Ungefähr so. Und ich weiß, es ist das Gefitzel. Für viele sagen, ja, das ist mir zu klein, das ist zu viel Gefitzel. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde, das mit den Blümchen macht es nochmal schön bunt, schön frühlingshaft. Und ja, man kann damit halt wirklich spielen.
Und ich habe das alles schon mal ausgestanzt. Und dann fange ich einfach an aufzukleben. Auch so mini kleine Blätter sind dabei, die sind wirklich winzig. Also ich habe damit, gut, ich habe jetzt Nägel, die wirklich zurzeit super lang sind. Aber ich hoffe, ich komme, jetzt kommt die Woche, kommende Woche endlich einmal ins Nagelstudio. Und man kann halt mit die Blümchen total spielen, ne? Man kann allein schon mit die Farben. Was man da mit die Farben spielen kann. Ja. So, da ist noch die gelbe. Ich mache die so ein bisschen nach meiner anderen Karte nach. Ich die echt hübsch finde. Wie gesagt, ich weiß, dass es dieses Gefutzel nicht für jeden was ist. Aber ich liebe zum Beispiel meine Standschablonen, jede einzelne. Ich liebe diese Teile. Ich finde es so faszinierend irgendwie. Ich fange jetzt einfach mal das Singen an. Nein, Spaß, mich will garantiert keiner singen hören. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber ich sehe gerade, ich habe zum Beispiel andere Blümchen hier für die blauen genutzt. Oh ja, ist ja auch egal. Da sind einige verschiedene Blümchen drin. So, dann noch die gelbe und dann fehlen nur noch die einen. Na? So. Jetzt haben wir es schon fast. Ja, die Schüssel wird immer leerer und leerer. Jetzt noch das blaue Blümelein. Und das letzte Blatt. Ne, wie gesagt, das muss man nicht. Oh, jetzt hängt es so blöd bei mir an die Finger. Beziehungsweise an der Pinzette. Die Pinzette klebt jetzt auch ganz schön. Darf ich dann auf jeden Fall sauber machen. Dann das Smile habe ich einmal in Schwarz ausgestanzt. Das ist auch dabei. Weil ich finde, es passt ganz gut, wenn es da so ein bisschen. Ich hatte zuerst überlegt, so in die Mitte, so über den Fuchs. Aber nö, ich habe mich dann für hier unten entschieden. Und die Schmetterlinge sind hier dabei. Die habe ich aus Glitzerpapier ausgestanzt.
Man könnte den einen zum Beispiel jetzt auch auf die Nase setzen. Hatte ich vorhin auch überlegt. So, und dann gibt es hier noch so einen halben. Der kommt hier unten aufs. Oh, das verrutscht. Auch das Smile. So, das kann schon mal weg. Was ich dann mache, dann kriegt der das Füchslein noch ein Auge. Ein Faden. Dann nehme ich so Diamond Painting. Genau, da ist er schon. Steinchen, die Reste quasi. Eignet sich perfekt dafür. So, jetzt bin ich noch mal überlegen, ob ich noch ein paar Glitzersteinchen drauf mache. Oh ja, ich denke, ich mache noch ein paar Glitzersteinchen drauf. Groß, oder? Die sind eigentlich ein bisschen zu groß. So, ich denke, ich habe die passenden, weil die anderen sind mir irgendwie zu groß für das, ja, das Zarte irgendwie, ne? Das ist jetzt nicht, wenn er versteht, was ich meine. Das ist sonst zu aufdringlich irgendwie. Und das ist dieselbe Größe? Nee. Und dann, wenn ich so riesen fette Glitzersteine drauf mache, auch die kleinen, die sind immer so schwierig. Aber immer ungerade Zahlen drauf machen, das ist fürs Auge schöner wahrnehmbar. Oh ja. Ich denke, es sind beide schön. Aber ich denke, da werde ich auch noch Glitzersteine drauf, also beziehungsweise Halbperlen drauf machen. Ja, das wäre aber mein erstes Projekt. Hier ist nochmal die Nummer. Könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr lesen. Aber wie gesagt, ich verlinke es eh nochmal in der Infobox. Und ja, ich finde es echt süßes, das Füchslein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Luft holen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.